Grüezi! Ich will euch schnell in einem Tutorial, so schnell wie möglich besser gesagt, zeigen, wie ihr mit Sony Vegas einen Zeitraffer erstellen könnt. Ich finde Sony Vegas hierfür eigentlich relativ einfach, weil die Voreinstellungen simpel zu konfigurieren sind. Starten wir gleich. Als erstes solltet ihr euch entscheiden, in welchem Format ihr das Ganze haben wollt. Ich für meinen Teil nehme, wenn ich natürlich einen Zeitraffer erstelle, mache ich ja einzelne Bilder mit der Fotokamera, also sehr hochauflösende Bilder. Dann nehme ich gerne hier auch hohe Auflösungen. Jetzt kommt es immer darauf an, wie viele Bilder ihr gemacht habt. Wenn ihr natürlich sehr viele Bilder gemacht habt, zwischen 900 und aufwärts, würde ich auch empfehlen, eine höhere Bildwiederholungsrate zu wählen. Darunter würde ich vielleicht zwischen 24 und 30 wählen. Wenn ihr sehr wenige Bilder gemacht habt und auch über längeren Zeitraum, dann genügen natürlich 24 Bilder pro Sekunde, um einen relativ schönen, ästhetischen, flüssigen Bildverlauf zu haben. Ich wähle jetzt mal hier diese Auflösung, 2880 auf 1620, aber nicht mit 60 Frames, sondern mit 30. Wenn ihr selber nachsehen wollt, welchem Format ihr das haben wollt, also ich empfehle sowieso immer 16:9 als Video. Die Bilder, die ihr in der Regel mit einer Fotokamera schießt, sind natürlich 4:3. Wenn ihr das umberechnen müsst, dann geht ihr einfach in eine Suchmaschine, hier ist es Google, und gebt Aspect Ratio Calculator ein. Und dann ist es in der Regel hier der oberste Link vom Andrew Hedges. Der hat hier ein kleines, sehr hilfreiches Tool entwickelt. Dann könnt ihr hier umrechnen, das ist die normale Full HD Auflösung. Was es wäre mit zum Beispiel 3333, also 3333 Pixeln in der Länge, wäre das umgerechnet 1875, damit es ein 16:9 Bild gibt. Theoretisch könntet ihr auch noch hier anderes Zeugs voreinstellen, dann habt ihr hier ein 2:1 Bild, dann rechnet ihr das auch so um. Gehen wir zurück zu Sony Vegas. Das war mal die Einstellung für euer Format vom Video. Jetzt kommt der wichtige und interessante Teil bei Sony Vegas, den ich eigentlich sehr genial finde. Hier könnt ihr beim nochmal Optionen, Präferenzen beim Reiter bearbeiten. Könnt ihr sehen, ein Standbild braucht hier jetzt die Einstellung 0,017 Sekunden. Das sind also 17 Tausendstel. Und hier gibt es mir auch direkt an, das würde maximal ein Frame, also ein Bild in einer Bildwiederholungsrate von 30 Bildern pro Sekunde geben. Bedeutet, ihr müsstet 30 Bilder für eine Sekunde in dieser Länge Minimum haben. Das war jetzt aber nicht ganz korrekt hier, der Wert. Einfach berechnen tut ihr es hier. Gebt ihr einfach 1 durch 30, dann habt ihr genau den richtigen Wert. Seht ihr gleich 0,033. Das ist also der effektiv korrekte Wert, damit Sony Vegas auch das wirklich schön hintereinander timen kann. Übernehmen. Okay, das war es eigentlich mit den Voreinstellungen. Dann wählt ihr einfach einen Ordner an, wo eure Bilder sind. Bei den Bildern ist es so, Sony Vegas kapiert die Bilder und beziehungsweise die Bildformate, die auch euer normaler Windows Photo Viewer auch versteht. In meinem Fall sind das jetzt ganz normale JPEGs. Aber wenn euer System die unkomprimierten Bilder kapiert, bei meiner Canon sind es jetzt die CR2-Dateien,
Bei meinen neueren jetzt nicht, aber bei meinen alten konnte es das System problemlos mit einem RAW-Codec von Microsoft erkennen. Geht ihr einfach auch Suchmaschine eingeben. So, zeige ich euch schnell. Microsoft Soft Photo RAW Codec. Dann kommt ihr eigentlich direkt, der oberste Link kommt ihr zu dem Codec Pack, der die unkomprimierten, also die Originalfiles von den jeweiligen Herstellern hier unterstützt. Sind eigentlich ziemlich viele, die dieses Codec Pack unterstützt. Nur meine Canon, meine neue, ist jetzt noch nicht aufgelistet. Das wäre der 650. Das wäre noch der Vorgänger gewesen. Einfach downloaden, wenn die Kamera hier bei euch aufgeführt ist, dann könnt ihr auch die unkomprimierten, die Originalfiles einlesen. Wenn ihr sehr viele Fotos habt, einfach hier ins Feld klicken und dann Ctrl und A zum Alle anwählen. Je nachdem, wie viele Bilder das sind, dauert das eine kleine Weile. So, dann das oberste anklicken, runterziehen mit der Maus und dann warten, bis hier das Plus erscheint, loslassen, dann geht das eine Weile, aber eingefügt hat er jetzt schon alle. Jo, das war's mal mit der Einfügung. Jetzt seht ihr aber hier noch, wir haben ja 16:9 eingestellt, das Foto ist in der Regel immer 3:4 von Fotokameras. Kann man bequem hier einstellen, Track-Animation, oder wenn ihr bekloppt seid, könntet ihr auch jedes einzelne Bild manuell zuschneiden, hier mit dem Event-Panorama-Cropping, wäre relativ sinnfrei. Wir gehen einfach Tracking-Animation, dann erscheint hier dieses Fenster, oben müsst ihr natürlich noch sehen können, was ihr vom Foto habt. Dann zieht ihr einfach hier in die Ecke, so, bis nichts mehr Schwarzes da ist. Hier könntet ihr theoretisch noch ganz genau einstellen, pixelgenau. Also wir 20, so, dann haben wir es ganz genau. Dann, wenn ihr in das Feld hier reinklickt, einen Klick mit der rechten Maustaste, könnt ihr mit der Pfeiltaste von der Tastatur hoch und runter das Bild, hier seht ihr es, genauso einstellen, wie ihr es wollt. Ob ihr jetzt zum Beispiel bei meinem Foto mehr vom Himmel sehen wollt oder mehr vom Boden, von den Flächen. Ich finde Gebäude in der Regel selten schön, darum lieber den Himmel, so viel wie möglich. So kann man das Fenster zumachen. Dann habt ihr hier Fullscreen. Weggeschnitten ist jetzt eigentlich nur hier der untere Teil, ein bisschen vom Baum und das Gebäude hier. Das war mal der erste. Speichern wir. So. Jetzt zum Rendern. Muss man auch noch ein bisschen was beachten. Nicht jeder Codec zum Rendern kapiert auch so hohe Auflösungen. Darum benutze ich hier bei Windows für Video für Windows AVI-Format. Habe ich schon Voreinstellungen. Diesen hier. Aber wir haben hier 30 Bilder eingestellt. Ihr könntet theoretisch jetzt das auch verändern, würde aber keinen Sinn machen. Dann hättet ihr von Anfang an verändern sollen und auch die Bildwiederholungsrate bei der Bearbeitung der einzelnen Bilder verändern müssen, die Taktrate sozusagen. 30 Bilder und dann verwende ich sehr gerne hier den Videocodec von FFD Show. Könnt ihr auch problemlos bequem downloaden, einfach FFD Show. Download. So, dann bekommt ihr eigentlich jede Menge Links. Ich würde immer den Original-Link nehmen. Das wäre jetzt hier von
SourceForge, die Original Projektseite. Das System erkennt in der Regel, welches Betriebssystem ihr benutzt und könnt es runterladen. Es gibt auch eine 64-Bit-Version vom FFD-Show. Müsst ihr unbedingt auch die richtige herunterladen, je nachdem welches Sony Vegas ihr benutzt, 64-Bit oder 32-Bit. Also Audio kann man in der Regel natürlich weglassen. Okay. Das ist der richtige Ordner für mich und dann kann man eigentlich losrendern. Na, bevor ich hier zu schnell mache, noch eine kleine Erklärung, welchen Codec ihr im FFD-Show wählen solltet. Hier den FFV1 anklicken und dann habt ihr verschiedene Farbräume. Ich benutze in der Regel nur den RGB32 oder den 444p. Der Unterschied ist eigentlich nur, wenn ich am Schluss das Ganze in MPEG-4, also H264, umwandle, nützt mir der hier weniger, weil der H264 unterstützt nur 8-Bit. Es gibt eine spezielle Version, die auch 10-Bit unterstützt, nur dann benutze ich hier den 444p. Für unseren Projekt hier reicht mir das RGB, den Rest könnt ihr lassen. Wir übernehmen OK, OK und rendern. So, das Rendern in das AVI-Format ist beendet. Kann man hier schließen. Jetzt benutzen wir den RIP-Bot, damit wir aus dem AVI ein MPEG-4, also ein H264, beziehungsweise hier ist es ja das freie Format, das X264, im Endeffekt genau das gleiche, umwandeln können. Bekommen tut ihr das auch völlig kostenlos und ganz legal, einfach RIP-Bot. 264 eingeben und dann hier auf die offizielle Seite, wäre hier im Forum von doom9.org. Ihr könnt es auch auf VideoHelp herunterladen. Ich benutze immer die Quelle, die ursprüngliche. Dann könnt ihr auch am Attac hier, der das Programm auch erstellt hat, ein Dankeschön geben, indem ihr etwas spendet. Ich finde das Programm auch tipptopp. Wenn ihr mehrere Systeme bei euch zu Hause im Netzwerk habt, könntet ihr theoretisch sogar viele Rechner als Cluster zusammenbinden, um die Rechenleistung zu minimieren bzw. aufzuteilen. Das ist jetzt für uns nicht interessant. RIP-Bot ist relativ einfach zu benutzen. Wenn ihr noch nie etwas davon gehört habt, macht das nichts. Am Anfang, wenn ihr es das erste Mal startet, kommen bestimmt einige Meldungen bei euch, dass ihr noch zusätzliche Tools braucht. Diese Tools sind alle kostenlos, müsst ihr keine Angst haben. Und die Links werden dann auch direkt angezeigt. Sieht dann in etwa so aus, wenn etwas fehlt. Wir sind mit rot markiert und ihr könnt hier auf den offiziellen Homepages der jeweiligen Seiten die Tools herunterladen. So, und wenn ihr das Programm gestartet habt, einfach hier auf Add hinzufügen. Dann das Video ist hier bei mir abgespeichert. Hinzufügen, dauert eine Weile. So, jetzt ist es hinzugefügt. Die wichtigsten Einstellungen sind die Qualitätseinstellungen. Die kann man hier konfigurieren. Entweder gleichbleibende Qualität. Mit dem CRF könnt ihr die Qualitätsstufen anwählen.
16 ist eigentlich sehr hoch. Dann wird auch das File relativ hoch, groß, nicht hoch. Oder ihr könnt das ein bisschen kontrollierter, wenn ihr wissen wollt, wie groß das File werden soll, könnt ihr entweder nach Filegröße, zum Beispiel, es soll hier 10 MB groß werden, dann rechnet er das um, macht er pro Sekunde 2600 Kilobit. Ihr könntet natürlich auch 50 Megabit wählen, dann sind das 13 Megabit pro Sekunde. Nicht 50 Megabit, 50 Megabyte. Oder ihr könnt es nach euren Vorstellungen manuell hier anwählen, eines der Profile. Oder selber etwas eingeben, 15. Ich wähle immer den konstante Qualität und mache 14. Meine Videos sollen fragmentreihelos bleiben. Das wären mal die erste kleine Einstellungen. Hier braucht ihr nichts zu machen bei Properties. Ihr könnt natürlich nochmal wegschneiden oder Deinterlacing braucht ihr nicht, sind ja alles Progressivbilder. Wenn euch das Rauschen stört, könnt ihr theoretisch das Rauschen noch einstellen, also dass es kein Rauschen geben soll und und. Wie gesagt, könnt ihr selber rumspielen. Dann hier, wenn ihr so Qualitäten wählt, könnt ihr aber das Profil von 4.0 auf 1 umswitchen. Das AVC-Profil wäre hier von Base, Main bis High. Die sind alle 8-Bit und dann gibt es den neuen, den High 10, das wäre der 10-Bit. Den nur verwenden, wenn ihr wirklich die absolute höchste Qualität wollt mit geringstem Platzverbrauch. Muss man aber bedenken, 10-Bit können bisher keine handelsüblichen Encoder, also Decoder, Hardware-Decoder dekodieren. Das heißt, wenn ihr einen Videoplayer habt im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer oder wo auch immer oder auf dem Handy etc. mit 10-Bit seid ihr am Anschlag. Das können nur Computer über Softwarebasis. Also hardware-technisch funktioniert das nicht. Ob das kommen wird, sei dahingestellt. Gehört eigentlich nicht ins Portfolio von der MPEG Group, die diese Profile verwaltet. Das ist eigentlich ein selbstentwickeltes Format, das 10-Bit. Hauptsächlich findet man das bei den Animes, weil dort der Platzverbrauch nochmal minimiert werden kann. Aber der Nachteil ist, man kann es wirklich nur auf Computer abspielen. Für unsere Fälle brauchen wir High, wie gesagt von 4 auf 4.1 umswitchen. Der Unterschied ist eigentlich, dass die maximale Bitrate hier von 25 Megabit pro Sekunde auf 62,5 umgeswitcht wird. Wenn man so hohe Bitraten bzw. so hohe Qualitätseinstellungen übernimmt, sollte man auf 4.1 wechseln. Bis etwa 18 genügt der 4.0, aber darüber sollte man dann den 4.1 wählen. Okay, dann hier nur noch den... Das ist kein Porn, das sind nur andere Videos. Speichern wir ihn hier, dann starten und das war's dann. Das Endresultat meines Videos könnt ihr am unteren Link bei YouTube in der Beschreibung nachsehen und vielleicht auch mögen. Tschö!